You can't hide straight by fans. You can't hide straight by fans. Fans even remake. Na dann? Ich störe doch nicht, oder? Der Rainbow. Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Huh? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco. Als Söldner machst du doch sowas sicher, nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach! Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch hier! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe! Dann erwarte auch keinen Dank von mir! Verzieh dich! Hey! Schick mal Verstärkung! Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber jetzt bin ich am Zug. Kinderspiel!
Aber als Profi habe ich Spaß an all meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Wirklich. Wirklich. Hör mal, Alter, ihre Bodyguards sind immer noch wir. Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal geschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Tschüss. Hey, das sollte reichen. Schickt mal Verstärkung. Ich bin bereit. Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber jetzt bin ich am Zug. Peace.
Angst gekriegt? Komm schon! Was ist denn aus deinem großen Getöne geworden? Es wird kalt. Überschätzt. Schätzt es nichts. Okay. Hör mal, Alter, ihre Bodyguards sind immer noch wir. Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Bewegt mich weiter. Ausgepfiff, Güter. Es ist vorbei. Kein Problem. Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß an all meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Sieh an! Hast dich wohl etwas überschätzt! Und weiter. Plötzlich Schiss gekriegt.
Los. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur. Was zum. Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Jawohl. Von dort kommen wir hoch aufs Dach. Hast recht, durch das Loch dort. Hallo, komisch vor uns.
Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben! Hey, alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Sollte gehen. Was soll das her? Wir kommen nicht ran! Was ist das? Magie! Da drüben! Na, warte! Hier lang! Du bist erledigt! Vielen Dank! Verschwinden wir! Cloud, hilf mir mal! Sie sind aufs Dach geflogen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht ab. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Dort drüben.
Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Sie sind... einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Warte! Nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. In diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud.
Der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ups. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Zeit. Thank you.
Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. No. Selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig.
konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er brennt wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Hm. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Einfach. So eine Explosion auszulösen. Und dann hat der Typ mich tatsächlich angesprochen. Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Alles holen. Ausheben. Ausheben. Nein. Nein. Ja, so eine Stammlur. Ja, so eine Stammlur. Da fahrt er, Leute. Da fahrt er, Leute. Ist aus ein Kör. Ist aus ein Kör.